Wieder. Jetzt kommt das Komplizierte. Jetzt kommt das. Genau. Ich habe auch schon ein bisschen hier vorbereitet mit Schüsselchen. Süßkram, dass das wir nicht gleich so rumknistern. Ja, das habe ich nicht ganz durchdacht. Egal. Zeug hält. Mal ran damit. Ja, hier steht's ein bisschen ab. Hier steht's ein bisschen ab. Ja, dann steht's halt ein bisschen ab. Macht ja nichts. Und dann kommt Schokolade dazwischen. Schokolade. Wie gesagt, das Dach hier habe ich ja ein bisschen fehlgemessen. Jetzt wird das hier halt abgesägt. Baufusch! Baufusch! Das zieht eine böse Klage nach sich. So. Das hat niemand gesehen. Doch, hunderte Menschen. Und hunderte? Ja, gleich. Gleich, ich glaube. Ja. So, nochmal. Ah, da oben drauf. Egal. Kommt nachher wieder Schoko drüber. Dann hat sich die. Ein bisschen verpacken, weil das soll ja komplett halten. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Ja.
so schwer, da Schokolade reinzukriegen. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, aber das war von Roy Black, das ist jetzt Peter Alexander. Das hörst du doch. Die zwei haben einmalige Stimmen. Du Musikbanause. Ja. Damals war halt kein Playback. Mhm. Oh Gott. Ich glaube, dass diese Kleinarbeit, das wollen die Leute nicht sehen. Doch, ich will sehen, was die. Die sollen sehen, wie penibel ich bin. Ja, was du für ein Monk du bist. Hm. So. Das Messerchen ein bisschen sauber. Stimmt, das Messerchen ein bisschen sauber machen und hier schon mal Stoff dran klatschen, damit es nachher besser hält. Gleich seht ihr Teil 2. So, da sind wir wieder. Der eine Dach steht. Aber jetzt wird ihr mir mal zuschauen. Ich mache jetzt eine Tür daraus. Ja, aus der Schokolade hier. Keine Ahnung wie, aber wir machen das schon. Ich habe doch dafür gefühlt, die Schokolade wird schmelzen. So soll das? Ja, weil das nicht so die Schokolade ist, die da Raumtemperatur hält. Auch denke ich. Alter, das wird eine Zuckerbombe. Gott. Ja, ne? Mhm. Oh, wir müssen die gleich die Schokolade auch wieder aufwärmen, ich weiß. Ja, das war's mit dem Zuckerguss. Wir haben ja noch Schokolade. Mhm. Fehlt noch irgendwie sowas. Fehlt noch was? Oh, keine Ahnung. Jetzt mache ich hier schon wieder ein bisschen zu viel Dach, was ich depp lieber. Ich nehme die etwas festgewordene Schokolade hier an den Rand. Klatsch die hier hin. Ich mache schon mal die Tür dran, ja? Mhm. So viel Modelliermasse hier. Ja, komm, Schokolade. Entfalte deine Macht. Klebe. Ah. Willst du denn noch einen Rahmen drumherum machen? Ja, aber dann muss ich das erstmal hier festkriegen. Mhm. Türchen ist schon dran. Nice. Aber irgendwie schief, glaube ich. Schief? Weiß ich nicht. Oh Mann, Schatz! Jetzt ist es gerade. So, wie sollen wir den Rahmen machen? Aus Lakritz? Ja, wieso nicht? Ist nicht jedermanns Geschmack, aber kann man machen. Lakritz ist lecker. Egal, wer was hier meckert. Mhm. Ja, ich mag ja Lakritz, aber das hat nicht jedermanns Geschmack. Alter. Was denn? Das wird ein Haus. Das wird eine Traumvilla, glaubst du mir? Ja, Traumvilla für jede Frau. Schokolade.
muss ich. Muss hier oben aber noch was Schokolade draufklatschen. Ich habe jetzt keinen Zuckerguss mehr. Nächstes Mal nehmen wir anstatt Zuckerguss die Schokolade. Ist gut, ne? Ja, die hält Bombe. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Hm? Hat so ein Haus nicht normalerweise noch einen Schornstein? Stimmt. Soll ich das mal schnell machen? Ja, wenn du magst. Schatz, magst du es mir gerade in zwei schneiden? Halbieren, so? Ja. Nein, andersrum. Ja. Ich habe ja schon ein bisschen zugeschnitten hier. Danke. Ja. Mann, der will nicht. So, der Eingang ist schon fertig. Jetzt mache ich nur noch das Fenster. Naja, wir machen mal kurz Pause. Ich kann nun schlecht mit einer Hand hier hantieren. Hier sind wir wieder. So sieht der Dach jetzt aus. Das Dach? Schon wieder? Das macht nichts. Das kriege ich nie hin. Das habe ich hier mit Haribo gemacht. Mhm. Fenster, Türe. Mein Mann hat noch einen Schornstein gemacht. Er macht gerade die Regenrinne. Ja, und dann kommt hier auf diese Seite Smarties als. Genau, weil wir davon nichts mehr haben, aber ich finde, das sieht dann so lustiger aus. Wenn es fertig ist, das seht ihr, sobald wir anfangen, hier Puderzucker drüber zu streuen, damit es nach Schnee aussieht. Genau.
Sag mal, hallo. Die warten, dass was runterfällt. Ja. Aber die wissen nicht, dass es denen nicht schmeckt. Und nicht gut bekommt. Nee, nicht gut bekommt. Oh, jetzt haben wir den Zaun gemacht. Das sieht ja gar nichts. Essen, solltest du noch erwähnen, was jetzt während der ganzen Zeit an Zeit vergangen ist? Ah, wir sitzen jetzt schon 3 Stunden da drin. Und sind noch nicht fertig. Das ist die Haribo-Seite, wie gesagt, und das ist die Smarty-Seite. Da ist der stolze Bauer, wir sind fertig. Dank der Hilfe meiner Frau. Ja. So, ein bisschen Schnee simuliert. Genau. So. Oh, 3 Stunden Arbeit. Unser erstes Lebkuchenhaus, das wir überhaupt mal gebaut haben. Ja. So, das stellen wir jetzt erstmal auf Heize.